Okay, good afternoon, brothers and sisters. Guten Nachmittag, Geschwister. Okay, before we start, Sister White says that before we present God's word. Okay, bevor wir anfangen, Schwester White hat gesagt, dass bevor wir Gottes Wort öffnen, that the presenter should pray a silent prayer on his knees. Dass derjenige, der vorträgt, ein stilles Gebet auf seinen Knien haben sollte. And that the congregation would also join him on their knees and pray for the speaker. Und dass die Versammlung mit ihm niederknien sollte und still auch für den, der präsentiert, beten sollte. So if I could ask you to join me in prayer now. Also würde ich euch bitten, mit mir im Gebet niederzuknien. Amen. Amen. Okay, so I see a lot of new faces. Okay, ich sehe viele neue Gesichter. So I wasn't actually on the schedule to speak here. Ursprünglich stand ich gar nicht auf der Liste, heute hier zu sprechen. And I certainly didn't know what sort of crowd we were going to be speaking to. Noch weniger wusste ich, wen ich hier vor mich haben würde, um zu ihnen zu sprechen. So we're just going to do something nice and simple, but it's very important. Also wir werden etwas einerseits Einfaches machen, aber andererseits ist es auch sehr wichtig. So who here can tell me what the latter rain is? Wer hier kann mir sagen, was der Spätregen ist? Eine Botschaft. It's a message, right? Der Spätregen ist eine Botschaft. Okay, and we have to be able to understand and prove that from God's word, right? Aber wir müssen in der Lage sein, das von der Bibel zu verstehen und zu beweisen. We are the people that God has promised to give the latter rain. Wir sind das Volk, dem Gott verheißen hat, den Spätregen zu geben. So, how is it possible to receive something when you don't understand what it is? Und wie ist es möglich, etwas zu empfangen, wenn man gar nicht versteht, was es ist? So, we're going to go through the Bible today and we're going to give a clear understanding of what the latter rain is. Also wir wollen heute durch die Bibel gehen und ein klares Verständnis darüber vermitteln, was der Spätregen ist. So, let's begin turning in our Bibles to John chapter 5. Lass uns zuerst zu Johannes Kapitel 5 gehen. And verse 39. Johannes Kapitel 5, Vers 39. Johannes 5, Vers 39. Johannes 5, 39 sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. So the question I would ask is, does it say to read the scriptures or to search them? Also meine Frage ist, steht hier, dass wir die Schrift lesen sollen oder dass wir sie erforschen sollen? Yeah, does it say that in the German Bible? Ja, erforschen, ja. Okay. Search, ja. So we are searching the scriptures, we're looking for hidden treasure, right? That's the whole purpose. Also wir erforschen die Schrift wie nach verborgenen Schätzen. Das ist das, was wir tun sollen. And what you're looking for is things that testify of Jesus Christ. Und die Dinge, nach denen wir suchen, sind Dinge, die von Jesus Zeugnis geben. And if you go down to verses 46 and 47. Und wenn ihr ein Stück runtergeht zu den Versen 46 und 47, dort heißt es, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? So, in the very same passage, Christ tells us that if
you don't believe the Old Testament, how is it possible that you can believe anything that I tell you? Also im selben Abschnitt sagt uns Jesus, wenn ihr nicht dem Alten Testament glaubt und diesen alten Dingen, wie ist es dann möglich, dass ihr den neuen Dingen glaubt, die ich euch sagen möchte? It's the same God, right? Es ist ja derselbe Gott. Okay, so what Christ is telling you to do, in order to understand him, you have to search the Old Testament scriptures. They are a representation of him. Also was er hier sagt ist, um ihn zu verstehen, muss man zurückgehen und die Schriften des Alten Testaments erforschen, denn sie geben Zeugnis von ihm. Now Sister White says that if we want to understand God, this is why we are searching the scriptures. Und Schwester White sagt, wir wollen ja Gott verstehen und deshalb sollen wir die Schriften erforschen. Another question. Eine andere Frage. Is it life eternal to know who God is? Ist es das ewige Leben, zu wissen, wer Gott ist, Gott zu kennen? Yes or no? Yes. Yes, right? Yeah. John 17, verse 3 says, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Yeah, right? In Johannes 17, Vers 3 heißt es, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. So, if we don't know God, we can't be saved, right? It's very simple. Also, wenn wir Gott nicht kennen, dann sind wir auch nicht erlöst. Das ist sehr einfach. That's why Jesus is telling us to search the scriptures. Deswegen sagt uns Jesus Christus, dass wir die Schriften erforschen sollen. And as you search the scriptures, you're going to learn who God is. Und während man die Schriften erforscht, lernt man Gott kennen. How he deals with you. Wie er mit dir umgeht. And how he judges us. Und wie er uns richtet. And through these things, this is how we understand and learn of God's character. Und durch diese Dinge lernen wir Gottes Charakter kennen. So we're going to look at a couple of principles now about God. Und jetzt wollen wir uns einige Prinzipien über Gott anschauen. Go to Isaiah chapter 46. Gehen wir zu Jesaja 46. And verses 9 and 10. Jesaja 46, Vers 9 und 10. Jesaja 46, 9 und Vers 10 sagt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. So, this is teaching us something about our God. Hier lernen wir etwas über unseren Gott. He's the God that teaches us the end of a thing by the beginning of a thing. Er ist der Gott, der uns das Ende einer Sache schon durch den Anfang dieser Sache aufzeigt. So how does he do that? Und wie macht er das? Well, go to Isaiah 44. Geht zu Jesaja 44. Jesaja 44. And let's read verses 6 and 7. Und wir lesen Vers 6 und 7. Jesaja 44, 6 und 7. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. So this is the same principle. Und hier sehen wir dasselbe Prinzip. He says, I am the first and I am the last. Er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. And there's no other God like me. Und außer mir gibt es keinen Gott. And he's going to use the ancient people to show us what's coming at the end of the world. Und er besucht das ewige alte, er benutzt das ewige alte Volk von damals, um zu zeigen, was noch kommen wird. This is one of God's fingerprints. This is who identifies who he is. Und das sind die Dinge, die sozusagen Gottes Fingerabdruck sind. Sie identifizieren, wer Gott ist. So, just go to Revelation chapter 1. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 1.
And verse 8. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das A und das O oder Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. So Christ is the Alpha, he's the Omega, he's the beginning and the end, he's the first and the last. Also hier sehen wir wieder, er ist das Alpha, das Omega, der Anfang, das Ende, der Erste und der Letzte. And he demonstrates the end by the beginning. Und er stellt das Ende schon durch den Anfang dar. And if you go to Isaiah 42 in verse 9. Und wenn wir zu Jesaja 42 gehen, Jesaja 42, Vers 9. Jesaja 42, Vers 9. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es hören. So, Christ says very clearly here about the former things. Also, Christus spricht hier sehr deutlich über die früheren Dinge. Because in Isaiah 46 he says, remember the former things of old. In Jesaja 46 hat er gesagt, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her. And here he's saying, the former things to come to pass, and new things am I telling you about before they even happen. Und hier sagt er jetzt, die früheren Dinge, sie sind alle eingetroffen, und neue Dinge verkündige ich euch, ehe sie eintreffen. Okay, so, let's confirm this. Go to Ecclesiastes chapter 1. Lass uns das bestätigen in Prediger Kapitel 1. Prediger Kapitel 1. And verses 9 and 10. Prediger 1, Verse 9 und 10. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. So, how many new things are coming at the end of the world? Also, wie viele neue Dinge kommen am Ende der Welt? What does the Bible say? Was sagt die Bibel? None, right? Keine neuen Dinge. There's nothing new. Sister White says all the prophets. Keine neuen Dinge. Schwester White sagt, dass alle Propheten. All the prophets were speaking about more about the end of the world than their own day. Sie sagt, alle Propheten sprachen mehr über das Ende der Welt, als sie über ihre eigene Zeit gesprochen haben. Go to Ecclesiastes chapter 3 and read verse 15. Gehen wir zu Prediger Kapitel 3 und Vers 15. Prediger 3, Vers 15 sagt, was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. So, the Bible is a map or a guidebook about the end of the world. Also die Bibel ist wie eine Karte, wie ein Buch für Richtlinien, aber auch eine Karte für das Ende der Welt. See, people would have you believe that this is a book of morals. Viele Menschen wollen euch einfach glauben machen, dass das einfach nur ein Buch mit vielen Moralprinzipien ist. And it is. Und es hat viele Moralprinzipien. Okay, but if it was just about reading morals and keeping them, we wouldn't need Jesus. Aber wenn es einfach nur darum gehen würde, von guten moralischen Dingen zu lesen und diese dann zu tun, dann bräuchten wir ja Jesus nicht. Okay, but we understand that there is an enemy out there that's trying to cause us to lose our souls. Aber wir verstehen, dass es dort draußen einen Feind gibt, der bewirken möchte, dass wir unsere Seelen, unser ewiges Leben verlieren. But God, who reads every thought before it even comes to pass, aber Gott, der jeden Gedanken liest, bevor er überhaupt gedacht wird, thousands of years before they even come to happen, tausende Jahre bevor sie überhaupt kommen, he's telling you about it. Da verkündigt er sie schon.
So, brothers and sisters, we have no excuse for not understanding what's going to happen at the end of the world. Also, Geschwister, wir haben keine Entschuldigung dafür, nicht zu wissen, was am Ende der Welt geschehen wird. And if we go to 1 Corinthians chapter 15. Wenn wir kurz zu 1. Korinther 15 gehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. And we're going to read verse 46. 1. Korinther 15, Vers 46. But just before we read it, we just understand the context here. Bevor wir das lesen, wollen wir kurz den Kontext verstehen. This bit of scripture we're reading here is speaking about the natural Adam and the spiritual Adam. In diesem Abschnitt geht es um den buchstäblichen Adam und den geistlichen Adam. So, literal Adam comes first, and then we have the spiritual Adam, which was Christ. Also der buchstäbliche Adam, er kommt zuerst, und dann haben wir den geistlichen Adam, der Christus war. And what it's teaching us is you're not saved through the flesh, you're saved through the spirit. Und was es uns lehrt, ist, dass wir nicht gerettet werden durch das Fleisch, sondern durch den Geist. Adam in the flesh failed, but Adam in the spirit is the one that is where we obtain eternal life. Der Adam im Fleisch, er ist gefallen. Er hat versagt, aber Christus ist der Adam im Geist, der gesiegt hat und überwunden hat. So let's read verse 46. Also lasst uns jetzt 1. Korinther 15, Vers 46 lesen. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. So this is another principle. Also hier haben wir ein anderes Prinzip. God is teaching us that first you have to have the natural fulfillment of prophecy followed by a spiritual fulfillment of prophecy. Das heißt, zuerst brauchen wir die natürliche Erfüllung der Prophetie und danach haben wir die geistliche Erfüllung der Prophetie. So what do I mean by that? Was meine ich jetzt damit? Well, ancient Babylon is typifying spiritual Babylon at the end of the world. Zum Beispiel ist das alte Babylon ein Typus auf das geistliche Babylon am Ende der Welt. Right, we all understand that, right? Ich denke, das verstehen wir alle. When we read about Babylon, it's not talking about the ancient city of Babylon in Iraq. Ja, wenn wir über Babylon lesen in der Bibel, dann spricht es heute nicht über diese, you mean like the ruin? Ja, dann sprechen wir nicht über die Ruine von Babylon irgendwo in der Wüste im Mittleren Osten heute. And as we also understand that literal Israel typified modern Israel, the Seventh-day Adventist Church at the end of the world. Und so verstehen wir zum Beispiel, dass auch das buchstäbliche Israel von damals ein Typus ist auf das moderne Israel am Ende der Welt. So when we're reading about Israel and things like that in the Bible, according to context, they're pointing to something that exists at the end of the world. Also wenn wir in der Bibel über Israel zum Beispiel lesen, dann weisen sie in ihrem Kontext auf etwas, was wirklich existiert am Ende der Welt hin. So all the stories in the Bible are to be understood as pointing to literal entities, organizations, people that exist at the end of the world. Also all die Geschichten und Prophezeiungen in der Bibel müssen so verstanden werden, dass sie auf buchstäbliche Gemeinschaften, Menschen, Institutionen und so weiter hinweisen, die am Ende der Welt wirklich existieren. So, go to 1 Corinthians chapter 10. Geht zu 1. Korinther 10. Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Now, this is a rundown of ancient Israel's history since the time they left Egypt. In diesem Kapitel finden wir eine kurze Übersicht über den Exodus, wie das alte Israel Ägypten verlassen hat. And
Paul is here talking about what all these things were pointing to. Und Paulus spricht hier darüber, auf was all diese Dinge hinweisen typologisch. So let's read verse 11. Und jetzt lesen wir Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. So, did it say some of these things or all of these things? Also steht hier einige dieser Dinge oder alle diese Dinge? Everything, right? Hier steht alle diese Dinge. All the things that happened to ancient Israel are types for modern Israel at the end of the world. Alle Dinge, die dem alten Israel widerfahren sind, sind Vorbilder oder Typen für das Israel am Ende der Welt. Okay. So go now to Christ Object Lessons. Sorry. I'm going to read from Christ Object Lessons 127. Okay, wir lesen ein Zitat aus Christi Gleichnisse im Englischen Seite 127. It says Christ in his teaching presented old truths. Dort steht, Christus hat in seinen Lehren alte Wahrheiten präsentiert. Of which he himself was the originator. Und von diesen alten Wahrheiten war er der Ursprung. Er hat sie gegeben. Truths which he had spoken through patriarchs and prophets. Wahrheiten, die er durch Patriarchen und Propheten verkündigt hat. But he now shed upon them a new light. Aber jetzt hat er auf sie ein neues Licht geworfen. So Christ was taking the Old Testament history and he was explaining it in a new way. He was opening people's minds. Also Christus selbst hat die Geschichten des Alten Testaments genommen und ein neues Licht auf sie geworfen und hat dadurch versucht, ihren Verstand zu öffnen. It says how different appeared their meaning. Und es heißt weiter, wie anders erschien jetzt ihre Bedeutung. A flood of light and spirituality was brought in by his explanation. Also die Bedeutung dieser Geschichten erschien jetzt ganz anders. Und eine Flut von Licht und Geistlichkeit wurde in ihre Erklärung, in die Erklärung dieser Geschichten gebracht. And he promised the Holy Spirit should enlighten the disciples' minds. Und er hat verheißen, dass der Heilige Geist den Verstand der Jünger erleuchten sollte. That they would be able to present its truths with new beauty. So dass sie in der Lage wären, diese Wahrheiten in neuer Schönheit zu präsentieren. It goes on to say, in every age there is a new development of truth. Und dann heißt es weiter, in jedem Zeitalter gibt es eine neue Entwicklung der Wahrheit. Who believes we're at the end of the world? Wer glaubt hier, dass wir am Ende der Welt sind? Right? A blind man can see that, right? Ja, selbst ein Blinder kann das sehen. So therefore, what it's teaching us is all the old truths are essential for us to understand right now. Und das bedeutet, dass alle alten Wahrheiten wesentlich für uns jetzt zu verstehen sind. In their natural, literal understanding. Und zwar zuerst in ihrer buchstäblichen, natürlichen Anwendung. And once we understand them in their natural, literal understanding, und sobald wir sie in ihrer buchstäblichen, natürlichen Anwendung verstanden haben, then we're able to understand what it is they're pointing to for us in this time. Dann sind wir in der Lage zu erkennen, worauf sie hinweisen für uns am Ende der Zeit. It goes on to say, it is only as the truths it's only as the old truths are understood. Und es heißt weiter, es ist nur, wenn die alten Wahrheiten verstanden werden, that we can comprehend the new. Dass wir überhaupt die neuen verstehen können. So this is this principle, the old is typifying or pointing and giving us understanding of the new. Also hier haben wir dieses Prinzip, dass es diese früheren alten Dinge sind, die uns erlauben zu verstehen, was am Ende der Welt kommt. This quote here from Signs of the Times, January 13, 1898. Noch ein weiteres Zitat aus den Signs of the Times. She says very clearly, the prophets of God spoke less for their own time than for the ages to come. Sie sagt hier,
Die Propheten Gottes sprachen weniger für ihre eigene Zeit als für die Zeitalter, die noch kommen. And especially for the generation that would live amid the last scenes of this earth's history. Und im Besonderen für die Generation, die leben wird während der letzten Szenen dieser Erdgeschichte. Now this is the problem with the church today. Und hier haben wir das Problem mit der Gemeinde von heute. They're picking up this book. Sie nehmen dieses Buch. They're reading it like a book. Sie lesen es wie ein Buch. And they're reading moral lessons from it. Und sie lesen Moralgeschichten da drin. And thinking that is what we have to take from God's word. Und sie denken, das ist das, was wir von Gottes Wort nehmen sollten. But that is not what God is teaching us. Aber das ist nicht, was Gott uns lehrt. That doesn't mean that the moral lessons are wrong. Das heißt nicht, dass die moralischen Geschichten falsch wären. But we can't keep God's law in our own strength. Aber wir können Gottes Gesetz nicht in unserer eigenen Kraft halten. And we're going to see that it's the power of the latter rain that we need to transform us. Und wir werden sehen, dass wir die Kraft des Spätregens brauchen, die in der Lage ist, uns zu verändern. And the latter rain is an understanding of God's word. Und der Spätregen ist ein Verständnis von Gottes Wort. It's unlocking truths in God's word that transform the heart. Es ist das Entschlüsseln und Eröffnen von Wahrheiten aus Gottes Wort, die dann unser Herz verändern werden. Go to Deuteronomy 29:29. Geht zu 5. Mose Kapitel 29. Vers 28. Dort heißt es, 5. Mose 29, 28. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. So, it's telling you that when prophecy is revealed, it enables you to keep God's law. Hier wird uns gesagt, dass wenn Prophetie geoffenbart wird, dann ist es das, was uns befähigt, Gottes Gesetz zu halten. So, go to Matthew 13, 35. Geht zu Matthäus 13, Vers 35. Matthäus Kapitel 13. And this is teaching us that prophecy leads to morality. Und das lehrt uns, dass die Prophetie uns zum Moralgesetz führt, zur Moralität führt. And we understand that it's a revelation of God's word that points out our sin. Und wir verstehen, dass es eine Offenbarung aus Gottes Wort ist, das unsere Sünden aufzeigt. Okay, so let's read verse 35. Matthäus 13, 35. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. So Jesus was revealing to them the secret things that had been hidden since the foundation of the world. Also Jesus hat ihnen die Dinge offenbart, die verborgen waren seit Grundlegung der Welt. And the whole purpose of him revealing those things was to lead his people into a correct covenant relationship with himself. Und der ganze Zweck für ihn, das zu tun, war, sein Volk in einen richtigen, angemessenen, in eine Bundesbeziehung mit Gott zu führen. Okay, so we're going to read a quote now from Review and Herald, July 20th, 1886. Jetzt schauen wir uns ein Zitat an aus dem Review and Herald, 20. Juli 1886. Now, I would imagine that being Seventh-day Adventists, we all understand that the latter rain is represented by the angel of Revelation 18. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir als Adventisten verstehen, dass der Spätregen auch dargestellt wird durch den Engel aus Offenbarung 18. Yes, no? Ja? Verstehen wir das? So, this is a quote that's speaking about Revelation 18. Denn hier in diesem Zitat geht es jetzt um diesen Engel aus Offenbarung 18. It says, I saw another angel come down from heaven having great power.
Sie sagt, ich sah einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte große Vollmacht. And the earth was lightened with his glory. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. It says, then, und sie sagt, dann, as at the Pentecostal season, genau wie zur Zeit von Pfingsten, the people will hear the truth spoken to them. Dann wird das Volk die Wahrheit hören, wenn sie zu ihnen gesprochen wird. So it's telling us that at Pentecost the people heard the truth spoken to them. Also es sagt uns hier, dass zu dem Tag des Pfingsten die Menschen hörten, wie die Wahrheit zu ihnen gesprochen wurde. It was an unfolding of truth. Es war eine Entfaltung von Wahrheit. It says God can breathe new life into every soul that sincerely desires to serve him. Es heißt weiter, Gott kann neues Leben in jede Seele hauchen, die ernsthaft danach verlangt, ihm zu dienen. And can touch the lips with a live coal from off the altar. Und kann die Lippen mit einer Kohle vom Altar berühren. So, who got a live coal on their lips from the altar? Und woher kennen wir das? Wessen Lippen wurden mit einer Kohle vom Altar berührt? Okay, and when he got that lip, that coal, what did he then do? Und als das mit ihm geschehen ist, was ist mit ihm geschehen? Was hat dann getan? Jesaja war das, Jesaja 6. He went forward to give a message, right? Direkt danach ist losgegangen, eine Botschaft zu geben. It says, thousands of voices will be imbued with the power to speak forth the wonderful truths of God's word. Und es heißt dann weiter, tausende Stimmen werden mit dem Heiligen Geist getränkt werden, die Wahrheit vorzubringen, und zwar die wundervollen Wahrheiten von Gottes Wort. But there is a requirement before you can receive that power. Aber jetzt gibt es dort eine notwendige Bedingung, so dass man diese Botschaft erhalten kann. It says, may the Lord help his people to cleanse the soul temple from every defilement. Es heißt, möge der Herr seinem Volk helfen, ihre Seelentempel von jeder Verunreinigung zu reinigen. That they may be partakers of the latter rain when it shall be poured out. So dass sie Teilhaber des Spätregens sein mögen, wenn ausgegossen wird. So, Sister White says that you can't receive the latter rain unless you receive the former rain. Schwester White sagt, dass wir den Spätregen nicht erhalten können, wenn wir nicht vorher den Frühregen erhalten haben. Und die Bibel lehrt uns, dass der Frühregen die früheren Dinge der von der Urzeit her sind. Christ is saying you can't receive new things unless you first understand the old. Christus sagt ja, ihr könnt die neuen Dinge nicht begreifen, wenn ihr nicht zuerst die alten verstanden habt. Okay, so you have to have the former rain first, which is going to cleanse you of all your sin. Also, man braucht zuerst den Frühregen, der dazu gedacht ist, uns zu reinigen von all unserer Sünde. Which enables you to receive the latter rain to give the truth with power. Und das befähigt uns dann, den Spätregen zu erhalten, so dass wir dann die Wahrheit mit Kraft bringen können. Okay, go to Deuteronomy chapter 32. Jetzt gehen wir zu 5. Mose 32. 5. Mose Kapitel 32. And verses 1 and 2. Verse 1 und 2. 5. Mose 32, 1 und 2. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen. Meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. So, in Vers 2 there, right? How does God's doctrine fall? In Vers 2, wie kommt hier Gottes Lehre? It's the rain, right? Die Lehre kommt als der Regen. So God is teaching us spiritual things with the
literal things, right? Also Gott lehrt uns geistliche Dinge durch buchstäbliche Dinge. He's telling us that literal rain represents spiritually doctrine. Er lehrt uns, dass dieser buchstäbliche Regen im Geistlichen seine Lehre bedeutet. How many rains do we receive in one year? Wie viele Regen erhalten wir in einem Jahr? Two, right? Zwei. The former rain and the latter rain. Den Frühregen und den Spätregen. So when Christ came, he always taught things using, or not always, but a lot of the times, using agriculture to teach us about plants. Und sehr oft, wenn Christus gelehrt hat, hat er Bilder, Symbole aus der Landwirtschaft verwendet. Okay, he would use things like the ground and a seed and water and sunshine. Dinge wie zum Beispiel wie die Erde oder den Samen und Blumen oder den Sonnenschein. Now, if you're a farmer, you understand without the former rain, when you come down to springtime, you're going to have problems, right, for your plants to grow. Und Farmer werden das vielleicht verstehen, wenn man den Frühregen nicht erhalten hat und dann zur Zeit des Spätregen kommt, dann hat man Probleme mit der Ernte. So the point of the former rain is to cause the plant to spring up and to grow. Also der Frühregen ist dazu gedacht, dass die Pflanze aufsprießt und wächst. But the latter rain is what brings the plant to perfection. Aber der Spätregen ist das, was die Pflanze zur Vollkommenheit oder zur Perfektion bringen soll. Just try it next time. Versucht das mal das nächste Mal. Get some earth and put a seed in there. Nehmt ein bisschen Erde und tut einen Samen rein. And don't put any water in. Und gießt das nicht. And see what happens. Und schaut mal, was passiert. I think you'll wait a long time to see that seed brings forth. Ich glaube, ihr könnt eine ganze Zeit warten, ehe ihr seht, dass da irgendwas geschieht. So Christ uses the natural things to teach us spiritual lessons. Also Christus benutzt diese buchstäblichen Dinge, um uns geistliche Lehren zu geben. What is the seed? Was ist der Same? Luke 8:11 says it's God's word, right? In Lukas 8 Vers 11 heißt, der Same ist das Wort Gottes. Okay, but it's also Christ. Aber der Same ist auch Christus. Who is the word? Und wer ist das Wort? It's Christ, right? Christus ist das Wort. So if you want Christ to grow in your heart, you have to take the seed, which is the word of God, and plant it there. Also wenn du möchtest, dass Christus in dir wächst, dann musst du das Wort Gottes nehmen und in dich tun und es da reinpflanzen und da reinpflanzen. Okay, so we can see that all these lessons are designed to teach us how to become Christians. Also wir sehen, wie all diese Lehren dazu gedacht sind, uns zu lehren, wie wir Christen werden können. So, if we go to Isaiah 55, lass uns zu Jesaja 55 gehen. Verses 10 and 11. Jesaja 55, Vers 10 und 11. And it's going to confirm this thought that we were just talking about. Und das wird jetzt das bestätigen, über was wir gerade gesprochen haben. Jesaja 55, Vers 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und dem Brot, der isst, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. So the Lord here again is likening his word to the rain. Also hier vergleicht Gott wieder sein Wort mit dem Regen. Which rain is this here? Und von welchem Regen genau spricht es hier? Is this the former rain or the latter rain? Ist es der Früh- oder der Spätregen? How do we know? Woher können wir das wissen? Because it says it brings forth and buds. Es heißt, dass es hier tränkt und befruchtet
und zum Grünen bringt. Okay, it's the latter rain that you need the former rain to bring it forth in bud, and the latter rain falls later to cause it to perfect itself. Und das ist der Frühregen. Er tränkt, befruchtet und lässt es beginnen, grün zu werden. Aber es ist der Spätregen, der das Werk dann vollendet. So the former rain and the latter rain, they both represent messages. Also sowohl der Frühregen als auch der Spätregen stellen Botschaften dar. It's a principle. Es ist ein Prinzip. So I'll explain this principle. Und lass mich das Prinzip erklären. You say, for instance, if we were having 10 Bible studies. Also angenommen, wir hätten jetzt 10 Bibelstunden. You start at number 1 and you work your way progressively down to number 10. Man fängt bei der ersten Bibelstunde an und dann geht man schrittweise durch bis zur 10. Bibelstunde. If you don't come the first 9 nights and all of a sudden you come in at the 10th night, Wenn ihr jetzt die ersten 9 Stunden versäumt, nicht kommt und dann nur zur 10. Stunde kommt, and you haven't received all the things beforehand, you have no idea what the brother is speaking about on the 10th night. Wenn ihr das alles nicht empfangen habt, was in den ersten 9 Bibelstunden gesagt wurde, dann kommt ihr zur 10. und ihr habt keine Ahnung, wovon dieser Bruder dort redet. Because Jesus Christ always laid the foundation. Denn Christus hat immer zuerst ein Fundament gelegt. And he builds on top of that foundation, constantly building. Und dann baut er auf dieses Fundament beständig auf. This is why you need the old truth before you can receive the new. Deshalb ist es so wichtig, dass man zuerst die alten Wahrheiten empfängt, bevor man neue erhalten kann. So it says in Isaiah 55 that this rain is going to give bread to the eater. Und deswegen heißt es auch in Jesaja 55 hier, dass dieser Regen demjenigen Brot geben wird, der isst. So go to John chapter 6. Lass uns das anschauen in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. And we're going to read from verses 48 to 54. Und wir lesen in Johannes 6 die Verse 48 bis 54. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. So, here Jesus Christ is using this perfect example. Hier benutzt Christus dieses perfekte Beispiel. He takes you back to the Old Testament. Er weist auf das Alte Testament hin. To ancient Israel. Zum alten Israel. And he says, I am the manna that fell down from heaven. Und er sagt, ich bin das Manna, das damals auf sie geregnet ist. Was it a test for them to eat the manna? War es damals für das alte Israel ein Test, als sie das Manna essen mussten? War das eine Prüfung für sie? Ja. He gave them the flesh in the morning and the manna in the morning, the flesh in the evening. Er hat ihnen damals am Morgen das Manna gegeben, aber am Abend das Fleisch. And he was demonstrating to them, I can give you the flesh and the spirit. Und er hat ihnen demonstriert, ich kann euch das Fleisch geben oder den Geist. But he said, this is what I want you to eat. Und dann steht dort, aber ich möchte, dass ihr das hier esst, den Geist. Was it life or death for them to eat between the flesh and the manna? War es eine Frage des Lebens und des Todes, zu wählen zwischen dem Fleisch und dem Manna? Yes, right? Because later on in the book of Numbers,
They started murmuring, we don't want this manna anymore, we want the flesh. Später in der Geschichte, im vierten Buch Mose, haben sie angefangen zu murren und haben gesagt, wir wollen dieses Manna nicht mehr, wir wollen wieder das Fleisch. You know that this is a principle of God? Wisst ihr, dass das ein Prinzip ist, auch in Gottes Wort? If you keep praying for something that's not according to his word, wenn ihr darin fortfahrt, für etwas zu beten, was nicht gemäß des Wortes Gottes ist, that eventually he'll give you it? Im Ende wird er es euch geben. And what happened to them when they got those quail that they wanted? Und was geschah damals mit ihnen, als sie diese Fleischwachteln bekamen, die sie so unbedingt wollten? They died with it between their teeth. Sie sind gestorben, als sie es noch zwischen den Zähnen hatten. And this is not about a literal diet. Und hier geht es nicht um eine buchstäbliche Diät und Ernährungsweise am Ende der Welt. Although a literal diet is also important. Obwohl natürlich die richtige buchstäbliche Ernährung auch wichtig ist. But this is speaking about spiritual things. Aber hier geht es um geistliche Dinge. There's two diets in the Bible. Es gibt zwei Ernährungsweisen in der Bibel. There's the wine of Babylon. Es gibt den Wein Babylons. Or there's the pure doctrine of Christ. Oder die reine Lehre Christi. And he's saying to them in the wilderness, this is what I want you to eat. Und er hat zu ihnen in der Wüste gesagt, das ist es, was ich möchte. Dass ihr es esst. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. But there's a scripture that says, the letter killeth, but the spirit bringeth life. Und es gibt einen Vers, der sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist bringt Leben. Okay, it's always you're not saved by understanding the literal things in the Bible. Das bedeutet, man wird nicht dadurch gerettet, die Bibel buchstäblich zu verstehen. You must understand the spiritual things that it's pointing to. Es ist wesentlich, dass man die geistlichen Dinge versteht, auf die diese Dinge hinweisen. The ancient Jews crucified Christ because they did not recognize him as the antitype. Die Juden damals, die buchstäblichen Juden, haben Christus gekreuzigt, weil sie nicht verstanden haben, dass er der Antitypus ist. And it's talking about the Seventh-day Adventist Church and how they're going to crucify Christ because they don't recognize the latter rain when it's falling. Und das weist hin auf die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde, die Christus wieder kreuzigen wird, wenn sie nicht den Spätregen erkennt, wenn er fallen wird. So let's continue from verse 49 in John chapter 6. Also, do you read it? Do you read all the whole thing? Yeah. Okay. So Christ is saying that he's the bread that comes down from heaven. He's teaching us spiritual things. Also Christus hat hier geistlich jetzt gelehrt, dass er dieses geistliche Brot ist, das aus dem Himmel herabkommt. And there is a promise there in verse 54. Und in Vers 54 gibt es eine Verheißung. Eat my flesh and drink my blood and I will raise you up at the last day. Es heißt, iss mein Fleisch und trink mein Blut und ich werde dich auferwecken am letzten Tag. And it's not talking literally about raising you out of your literal grave. Und es geht hier nicht um das buchstäbliche aus dem Grab auferwecken, wenn man tot ist. It's talking about our spiritual death, how he's going to raise us up out of our spiritual lethargy. Es geht darum, wie er uns geistlich auferwecken wird von unserer geistlichen Trägheit. Sister White says the parable of the ten virgins is the parable that's speaking about the Seventh-day Adventist Church. Schwester Weiz sagt, dass das Gleichnis der 10 Jungfrauen das Gleichnis ist, das über die Siebente-Tags-Adventisten-Gemeinde spricht. How many of the virgins are sleeping? Wie viele der Jungfrauen schlafen? All, right? Alle von ihnen. So when Christ came to Lazarus, also als Christus zum Beispiel zu Lazarus gekommen ist, was Lazarus dead or was Lazarus sleeping? War Lazarus tot oder hat er geschlafen? Beides. Lazarus was sleeping, right? Lazarus hat geschlafen. But only because Christ was trying to teach them something spiritual.
Und zwar, weil Christus ihnen etwas Geistliches beibringen wollte. And when they couldn't understand what he was telling, they went, okay, he's dead. Und als sie nicht verstanden haben, was er ihnen beibringen wollte, hat er gesagt, okay, er ist tot. But if all the prophets are in agreement, aber wenn alle Propheten miteinander übereinstimmen and all the stories are speaking about the end of the world, und alle Geschichten über das Ende der Welt sprechen, then Lazarus is a type of the virgins that are sleeping. Dann ist Lazarus ein Typus auf die 10 Jungfrauen, die schlafen. And what did Christ do to Lazarus? Und was hat Christus mit Lazarus getan? He raised him out of his grave. Er hat ihn aus dem Grab heraufgebracht. It was the greatest miracle that proved he was who he said he was. Es war das größte Wunder, das bewiesen hat, dass er derjenige ist, von dem er behauptet hat, dass er es ist. Go to John 6:66 and tell me what it says. Geh zu Johannes 6, Vers 66. Johannes 6:66 und sagt mir, was dort beschrieben wird. Johannes 6:66 sagt: Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. See, brothers and sisters, if you don't eat the little book, right, you're going to turn away from Christ. Versteht, Geschwister, wenn ihr aufhört und nicht mehr das kleine Büchlein esst, bedeutet das, dass ihr euch von Christus abwendet und nicht mehr mit ihm geht. The manna is his word. Denn das Manna ist sein Wort. We're not here on this planet to please ourselves. Wir sind nicht hier auf dieser Erde, um uns ein schönes Leben zu machen. The Seventh-day Adventist Church was raised up to be a people to speak God's word to the world. Die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde wurde berufen, um Gottes Wort zu der Welt zu sprechen. He says, I purchased you with my precious blood. You are not your own. Christus hat gesagt, ich habe euch erkauft mit meinem kostbaren Blut. Ihr gehört nicht euch selbst. So let's look at some of these promises. Lass uns einige Verheißungen anschauen. Go to Matthew chapter 5 and verse 6. Geh zu Matthäus 5, Vers 6. Matthäus Kapitel 5 und dort Vers 6. Es heißt: Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. So it's a promise. If you hunger and thirst after righteousness, he's going to fill you, right? Also hier ist eine Verheißung. Wenn wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, dann wird er uns füllen. Wir werden satt werden. So the question is, what is his righteousness? Und die Frage ist, was ist seine Gerechtigkeit? Go to Hosea chapter 10 and verse 12. Geh zu Hosea Kapitel 10. Hosea 10 und dort Vers 12. Hosea 10, Vers 12. Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. So, Hosea chapter 10, verse 12 tells us that his righteousness is the rain. Also hier sagt es uns jetzt, dass seine Gerechtigkeit der Regen ist. Which is his word. Welcher sein Wort ist. Okay. And the manna they had to eat every day. Und sie mussten das Manna jeden Tag essen. Apart from Sabbath, because on Friday they gathered a double measure. Außer am Sabbat, denn am Freitag mussten sie eine doppelte Portion sammeln. Okay, it's teaching us a prophetic and spiritual lesson. Es lehrt uns eine prophetische und geistliche Lektion. Go to Job chapter 29. Geh zu Hiob Kapitel 29. In verses 21 to 23. Hiob Kapitel 29, Vers 21 bis 23. Hiob 29, 21 bis 23.
auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat. Auf mein Wort folgte kein Widerspruch und meine Rede träufelte auf sie. Sie harrten auf mich wie auf einen Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen. So it's telling you right here that his speech is the latter rain. Also hier wird uns gesagt, dass seine Rede wie der Spätregen ist. And to receive it, they were to open their mouth wide to be able to receive it. Und um ihn zu empfangen, mussten sie ihre Münder weit aufsperren, damit sie ihn bekommen können. Let's go to Psalms chapter 78. Lass uns zu Psalm 78 gehen. Verses 24 und 25. Psalm 78, Vers 24 und 25. Psalm 78, 24 und 25. Und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken oder der Engel im Englischen. Er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Okay, so it says that the manna is angels' food that comes from heaven. Also es heißt hier in der englischen King James Bibel, dass das Brot oder das Manna war, es war das Brot der Engel und es kam vom Himmel. So, is this talking about something literal or something spiritual? Spricht das hier von etwas Buchstäblichen oder von etwas Geistlichem? Okay, right. So, what does an angel represent in the Bible? Also, wenn das buchstäblich ist, was stellt dann ein Engel dar, geistlich in der Bibel? Was ist ein Engel? It's a message, right? Es ist eine Botschaft. So the manna is angels' food that comes from heaven. It's messages that comes from heaven, right? Also das Manna, dass dieses Brot der Engel ist, das sind Botschaften, die vom Himmel kommen. So which angels do you think that come from heaven that we're meant to be eating? Also was denkt ihr, was sind das für Engel, die aus dem Himmel kommen für uns heute, die wir sozusagen essen sollen? Three angels' messages. The first, the second, and the third angel's messages, right? Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. If any man preach any other gospel, let him be accursed. Wenn irgendjemand ein anderes Evangelium bringt, dann sei er verflucht. It says that it's the everlasting gospel. Es heißt, dass es das ewige Evangelium ist. There is no other gospel. Da gibt es kein anderes Evangelium. So, go to Revelation chapter 10. Geht zur Offenbarung 10. And we're going to see if all the prophets are in agreement. Und lasst uns schauen, ob alle die Propheten in Übereinstimmung sind. Verses 1 and 2. Offenbarung 10, Vers 1 und 2. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Okay, this is a fulfillment of August 11th, 1840 in the Millerite time period. Hier sehen wir eine Erfüllung, die stattfand am 11. August 1840 in der Geschichte der Milleriten. Sister White says this is none other a personage than Jesus Christ. Und Schwester White sagt uns, hier haben wir keine geringere Person als Jesus Christus selbst. Okay, so Jesus Christ in the form of an angel comes down and he has a little book in his hand. Also Jesus Christus kommt in Form eines Engels herab und er hat ein kleines Büchlein in seiner Hand. Let's read verses 8 and 9. Lasst uns Verse 8 und 9 jetzt lesen. Offenbarung 10, 8 und 9. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Okay, so. And verse 10 as well, sorry. Und in Vers 10 heißt es: Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig,
Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. So, what did the people of God have to do when that angel came down with this little book? Also, was muss das Volk Gottes tun, wenn der Engel herabkommt und dieses kleine Büchlein hat? It had to eat it, right? Ja, sie müssen es essen. Now, there is a nice quote from Experience and Views, page 16. Hier gibt es ein schönes Zitat aus Erfahrung und Gesichte, Seite 16. It says, in the ark was the golden pot of manna. Und sie schreibt hier, in der Bundeslade war der goldene Manna-Krug. And Aaron's rod that budded. Und dort war auch Aarons Stab, der hervorgesprossen hat. And the tables of stone which folded together like a book. Und die Tafeln aus Stein, die zusammengefaltet waren wie ein Buch. Okay. So Sister White is taking the Ten Commandments and she's making it like a book. Also Ellen White nimmt diese 10 Gebote und beschreibt sie als ein Buch. Where have we got a pen here? Let me get one. So we see this illustration of 2 tables of stone. There's 4 commandments on one and 6 on the other, and it's likened unto a book. Also wir haben die Darstellung von den beiden Gesetzestafeln mit 4 Geboten auf der ersten Tafel und 6 auf der anderen, und sie sind zusammengebunden wie ein Buch, schreibt sie. So it's very important to understand this, that we were talking there about how the ancient history is pointing down to us at the end of the world. Also es ist wichtig, das zu verstehen. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie die alten Geschichten im Alten Testament ein Typus sind und auf Dinge hinweisen, die am Ende der Welt geschehen. So when Moses went up to Mount Sinai to receive these 2 tables of stone. Also als Mose auf den Berg Sinai gegangen ist, um diese beiden Steintafeln zu erhalten. How many days was he on the mountain, including the preparation time? Wie lange war er dort auf dem Berg, eingeschlossen der Vorbereitungszeit auf dem Berg? 46. 6 days preparation, and then on the 7th day he goes into the cloud for 40 days. Es waren 46 Tage, 6 Tage Vorbereitungszeit, und am 7. Tag ging er dann für 40 Tage in die Wolke. And God gave him 2 things when he's on that mountain. Und Gott gab Mose 2 Dinge, als er dort auf dem Berg war. He gave him the law of God. Er hat ihm das Gesetz Gottes gegeben. And he also gave him the instructions. Instructions for building the temple. Und er hat ihm auch die Instruktionen gegeben für den Bau des Tempels. Okay, so what you can learn from this is that the temple has something to do with the number 46, and it's related to God's law. Also was man davon lernen kann, ist, dass der Tempel etwas mit der Zahl 46 zu tun hat und mit dem Gesetz Gottes. And Moses, right, is a type of Christ. Und Mose ist ja auch ein Typus auf Christus. Okay, so go now to John chapter 2. Geht jetzt zu Johannes. Johannes Evangelium Kapitel 2. And let's read verses 18 to 21. Johannes 2, 18 bis 21. Johannes 2, 18 bis 21. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. So, they're saying there in the time of Christ.
Also hier heißt es in der Zeit von Christus, that the temple took 46 years to build. Dort heißt es, dass es 46 Jahre gedauert hat, den Tempel zu bauen. Okay. But they're talking about a literal temple. Aber diese Leute hier, sie sprechen ja von dem buchstäblichen Tempel. And Christ is talking about a spiritual temple. Christus aber spricht von einem geistlichen Tempel. Okay, and he says that he's going to raise it up in 3 days. Und Christus sagt, dass er ihn aufrichten wird in 3 Tagen. Now, we haven't got time to go into that, but you can show that those 3 days symbolize the first, second and third angels' messages. Wir haben jetzt nicht die Zeit, in die Tiefe hineinzugehen, aber man kann zeigen, dass diese 3 Schritte die 1., 2. und 3. Engelsbotschaft sind. Now, we were talking about the Millerite history. Wir haben schon über die Miller-Geschichte etwas gesprochen. And we just mentioned that on August the 11th, 1840, this angel in Revelation 10 comes down. Und wir haben gesagt, dass am 11. August 1840 der Engel aus Offenbarung 10 herabkommt. Okay, he says, eat this little book. And this little book is likened unto these 2 tables. Und er hat gesagt, isst dieses kleine Büchlein, und dieses kleine Büchlein wird verglichen mit diesen 2 Gesetzestafeln. Now, you can show from Millerite history, show from the spirit prophecy, that this angel right here was the first angel's message. Und man kann schauen, wenn man die Miller-Geschichte studiert, dass genau hier, das stellt die erste Engelsbotschaft dar. And that angel arrived, Sister White says very clearly, in 1798. Aber dieser Engel kam oder trat bereits in die Geschichte ein im Jahr 1798. But it was a prophecy fulfilled that caused this angel to be empowered right here. Aber es war eine Prophezeiung, eine Vorhersage, die sich erfüllt hatte, genau hier, die bewirkt hat, dass diese erste Engelsbotschaft hier bekräftigt wurde. And we know that the history finishes on October 22nd, 1844, when the third angel's message arrives. Und diese Miller-Geschichte kommt zu ihrem Abschluss am 22. Oktober 1844, wo jetzt der dritte Engel in die Geschichte eintritt. And the second angel arrived on April 19th, 1844. Der zweite Engel kam am 19. April 1844 in die Geschichte. Sister White says this angel comes down with a little book. Schwester White sagt, dass dieser erste Engel herabkommt mit einem kleinen Büchlein. This angel come down with a writing in its hand. Der zweite Engel kommt mit einem Schreiben in seiner Hand. And this angel comes down and has a parchment in its hand. Und der dritte Engel kommt herab und hat eine Pergamentrolle in seiner Hand. So it's confirmed that all these angels represent messages. Es bestätigt, dass alle diese Engel Botschaften darstellen. And they all represent Christ. Und sie alle stellen Christus dar. On October 22nd, 1844, all the people that rejected that message said that they crucified Christ. Und es heißt, dass alle diejenigen, die am 22. Oktober 1844 die Botschaften abgelehnt hatten, Christus kreuzigten. It's teaching us, brothers and sisters, the only way for us to have Christ is to eat the little book, it's to eat God's word, the manna. Und das lehrt uns, dass die einzige Art und Weise, Christus zu empfangen, ist es, das kleine Büchlein zu essen, diese Botschaften zu essen, so, das Manna zu erhalten. I quickly show you something, right? And the years from here to here. Yeah, I'm going to do that. Ah, okay. I'm going to do that. Okay, ich möchte euch noch etwas zeigen. This is the history of the 3 decrees of Cyrus, Darius and Artaxerxes. Hier haben wir die Geschichte der 3 Dekrete unter den persischen Königen Kyros, Darius und Artaxerxes. Okay, so there is a principle that God demonstrates the end by the beginning, right? Und wir haben uns ja das Prinzip angeschaut, dass Gott das Ende durch den Anfang darstellt. Now, the fall of Babylon is in the year
538, when Cyrus and Darius come through the gates of Babylon. Im Jahr 538 ist der Fall Babylons, dort wo Kyros Babylon erobert und noch zusammen mit Darius regiert. And Sister White, she parallels this 70 years that led up to that with this 1260 that leads up to 1798. Und Schwester White, sie spricht über diese 70 Jahre Gefangenschaft hier in Babylon, die bis zu dieser Zeit führen, und sagt, sie sind parallel zu den 1260 Jahren, die bis hier 1798 führen. Okay, so the natural demonstrates the spiritual. Jetzt das Buchstäbliche demonstriert schon das Geistliche. So this is 70 years captivity in literal Babylon. Also hier haben wir 70 Jahre buchstäbliche Gefangenschaft im buchstäblichen Babylon. 1260 years captivity in spiritual Babylon. Und das sind 1260 Jahre Gefangenschaft im geistlichen Babylon. Okay. This is them by three messages. By three messages. Und hier durch drei Botschaften. They rebuild the literal temple. Bauen sie den buchstäblichen Tempel wieder auf. Okay, and it, the going forth of the decree is marked by Artaxerxes in the year 457. Und das Vorwärtsgehen des Dekretes hier ist Artaxerxes im Jahr 457. So God demonstrates the end from the beginning, right? Das ist das dritte Dekret, und Gott stellt ja das Ende schon durch den Anfang dar. This is the beginning. Excuse me, two minutes. And here is the end. Because from here to here is 2300 years. Und im Jahr 457 haben wir den Anfang der 2300 Jahre. Und hier am 22. Oktober 1844 haben wir das Ende der 2300 Jahre. So, these three decrees typify these three messages. Also diese drei Dekrete sind ein Typus auf die drei Engelsbotschaften. This is a building of a literal temple. Hier unten geht es um den Bau eines buchstäblichen Tempels. This is the building of a spiritual temple. Aber hier oben geht es um den Bau eines geistlichen Tempels. 1798 to 1844 is 46 years. Und 1798 bis 1844 sind 46 Jahre. God is building his spiritual temple, right? Gott baut seinen geistlichen Tempel. Through the first, the second and the third angel's messages. Und zwar durch die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Okay. So last couple of verses, go to 1 Corinthians chapter 6. Okay, noch ein paar letzte Verse, geht zu 1. Korinther Chapter 6. Kapitel 6. Let me just remind myself which verse it is. If you go, verse 19. 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Okay, so who is the temple at the end of the world? Okay, wer ist der Tempel am Ende der Welt? Us, right? Ja, wir sind es. Christ said to Moses, build me a tabernacle or a temple that I might dwell in that temple, right? Dwell with you. Christus hat zu Mose gesagt, bau mir ein Heiligtum, so dass ich unter meinem Volk wohnen kann. Okay, and it's the pattern, right? Und das ist dieses Muster. Okay, you have the temple was split into three parts. Der Tempel war in drei Abschnitte unterteilt. Okay, the first part, second part and the third part. Right? Hier der erste, zweite und dritte Abschnitt. Okay, and
We're not going to go into this now, we don't have time, but this is typifying the same pattern, the first, the second and the third angel's messages. Ohne jetzt da tiefer einzusteigen, das repräsentiert genau dasselbe, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. And the third place is where God's glory is. Und hier im dritten Abschnitt, das ist dort, wo Gottes Herrlichkeit ist. So, if we're the temple, right, and this is the pattern. Also wenn wir der Tempel sind und das das Muster ist. And Christ, Sister White calls him the pattern man. Und wenn Ellen White Christus den sozusagen den Mann des Musters nennt. And Moses had to build that temple according to the pattern, to the very letter. Und Mose musste den Tempel bauen genau nach dem Beispiel, nach dem Muster, das er bekommen hat. When Solomon built the temple, and he finished it, he dedicated it to God. Als Salomo den Tempel gebaut hat und er es beendet hat, hat er ihn Gott geweiht. What did God do? Und was hat Gott getan? The fire came down from heaven and lit the altar. Das Feuer kam vom Himmel und hat das Feuer auf dem Altar entzündet. What came down on the day of Pentecost? Was kam herab am Tag des Pfingsten? The fire came down from heaven, right? Das Feuer kam vom Himmel. See, when the temple has been rebuilt spiritually through the first, the second, the third angel's messages, then the fire will come down from heaven, brothers and sisters. Es ist dann, wenn der Tempel fertig gebaut ist durch die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft, dann kommt das Feuer aus dem Himmel herab. So, if we're the temple, how many chromosomes do we have? Also, wenn wir der Tempel sind, wie viele Chromosomen haben wir eigentlich in unserem Körper? 46. 46 Chromosomen. It's your DNA. Es ist unsere DNA. It's been broken since the first sin was committed in Eden. Und diese DNA, sie war gebrochen und zerstört seit der ersten Sünde in Eden. And the same gospel that was preached in Eden is the same gospel that's been preached to us at the end of the world. Und das Evangelium, das ihnen damals in Eden verkündigt wurde, ist dasselbe Evangelium, das auch uns gegeben wird. Because it's the everlasting gospel. Denn es ist das ewige Evangelium. And God's dealing with man is ever the same. Und Gottes Handeln mit den Menschen ist immer gleich. Shall we close with a word of prayer? Sollen wir mit einem Gebet abschließen? Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, we are very blessed to be here this day. Wir sind sehr gesegnet, dass wir hier sein können heute. And dear Lord, we are very thankful that you're still holding those winds back. Und Herr, wir sind dankbar, dass du immer noch die Winde zurückhältst. That your mercy is still holding out for your people. Dass du in Gnade dich immer noch nach deinem Volk ausstreckst. But dear Lord, prophecy shows that those times are soon to come to pass. Aber Herr, die Prophetie zeigt, dass diese Zeiten bald vorbei sind. That those four winds are about to blow upon this earth. Dass diese vier Winde kurz davor stehen, über diese Erde hinwegzufegen. And many of your people, Lord, are about to be blown away for eternity. Und viele in deinem Volk sind im Begriff, hinweggefegt zu werden für die Ewigkeit. Dear Lord, please, I pray that your Holy Spirit would impress upon our hearts this day. Und ich bitte, Herr, dass der Heilige Geist diesen Tag uns fest einprägen möge in unsere Herzen. That it would impress upon our need to know thee. Dass es uns das Bedürfnis einprägt, dich zu kennen. To understand your character. Nämlich deinen Charakter zu verstehen. As represented in your word. So wie er in deinem Wort dargestellt wird. So that we would not misrepresent you. So dass wir dich nicht missrepräsentieren. That we would not worship a different God. Dass wir nicht einen anderen Gott anbeten. But it's the God that's represented through the first, second and third angels' messages. Sondern dass es der Gott ist, der dargestellt wird durch die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. That there is no other pathway to heaven. Dass es keinen anderen Weg in den Himmel gibt. Ich bitte, dass du jeden einzelnen von uns damit heute beeindruckst. Of our need to study to show ourselves approved unto you. Auch mit der Notwendigkeit, selbst zu studieren, um nicht beschämt dazustehen. That we would not be ashamed that soon coming day.
und dann beschämt zu sein, wenn der Tag bald kommt. And we ask all this in the name of Jesus. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.